Vielen Dank. Vielen Dank für die sensationelle Ansage, mein Lieber. Dankeschön. Mein Vortrag heißt die erste Million. Stimmt auch nicht ganz, weil am Ende des Tages rede ich darüber, wie man ein paar Millionen macht. Wer von euch will denn mal eine Million machen? Mal die Hand hoch. Sehr geil. Wer sind wir überhaupt? Wir haben ursprünglich mal mit einem ganz anderen Thema angefangen. Ja, heute sind wir die schnellstwachsende Unternehmensberatung in ganz Deutschland. Ursprünglich war es so, dass wir Studenten gecoacht haben. Heißt, wir haben Studenten, wer ist hier Student? Einmal die Hand hoch. Studenten wie euch gezeigt, wie man bessere Noten schreibt im Studium. Die Idee kam nicht mal von mir, sondern von meinem Bruder. Also auf jeden Fall Credits an ihn dafür, dass er diese Idee gehabt hat. Der hat sich nämlich überlegt, hey, ich habe keine Lust mehr auf meinen Job. Ich will gerne was Eigenes aufbauen. Und hat dann überlegt, was kann ich? Ja, ich hatte gute Noten im Studium. Also zeige ich einfach anderen, wie sie bessere Noten im Studium kriegen. Und das ist im Prinzip das, was wir gestartet haben. Damals haben wir im Grunde Kurse verkauft für 200 Euro, wo man den Kurs gekauft hat. Dann hat man Zugang bekommen zu so einem Mitgliederbereich, konnte sich dann da ja, ansehen, wie man im Studium erfolgreicher wird. Weil am Ende des Tages ist es im Studium so, dass man vor allen Dingen Disziplin braucht, um erfolgreich zu werden und weniger das mit Intelligenz zu tun hat. Das war auch unser Slogan. Einzeln schreiben hat nicht unbedingt was mit Intelligenz zu tun, sondern mehr mit Fleiß und mit Disziplin. Und das haben wir im Prinzip innerhalb unserer Kurse ja, den Studenten vermittelt und beigebracht. Dann war es so, wir haben das Ganze aufgebaut. Das ist auch eine der größten Studenten-Coachings Deutschlands, die es so jemals so gab, gewesen. Hatten teilweise sogar bis zu 10.000 Kunden gehabt. Und es war so, dass wir aber gemerkt haben, dass nicht alle Kunden das umgesetzt haben. Also haben wir überlegt, okay, wie können wir das hinkriegen, dass die Kunden das umsetzen? Und haben gedacht, dann, also wir hatten noch einen Partner, Arben, der hat dann gesagt, hey, wie wäre es, wenn wir einfach unsere Preise verzehnfachen? So, von 200 Euro auf 2000 Euro und dann nehmen das die Studenten schon ernst. Irgendeiner, der hier studiert und sagt, wenn ich 2000 Euro in Coaching investieren würde, würde ich auf jeden Fall ernst nehmen. Einmal die Hand hoch. Ja, so war das auch. Haben wir dann gemacht. Hat tatsächlich auch funktioniert. Also wir hatten Studenten im Coaching, wir haben 2000 Euro investiert und haben dann entsprechend Vollgas gegeben, hatten sensationelle Noten, das ist richtig abgegangen und auch unser Geschäft war auf einmal viel besser. Dann war es so, dass wir im Studentenmarkt im Prinzip schon sehr, sehr gute Ergebnisse hatten, sehr, sehr erfolgreich waren und andere Unternehmer haben das gemerkt und haben gesagt, hey, wie kann das denn sein, dass ihr Coachings verkauft an Studenten für 2000 Euro, ich kriege das nicht mal hin und ich bin im B2B-Markt unterwegs, also im Business-to-Business-Markt. Ja, und dann haben die uns gesagt, hey, wie macht ihr das? Und wir haben gedacht, ja, scheinbar scheint das ein paar Leute zu interessieren und irgendwie wollen die das wissen, wie das geht. Wir haben halt Online-Marketing in dem Sinne verstanden, wie man das einsetzt, diese Kunden zu finden und sind dann so reingerutscht in die Unternehmensberatung. Also das war gar nicht unsere ursprüngliche Intention, sondern ist dann einfach so, ja, passiert. Und das passiert eigentlich auch den meisten, die irgendwie anfangen, die fangen mit einer Sache an und wollen A und auf einmal landen sie bei einem ganz anderen Thema, was aber dann auch funktioniert. Dementsprechend einmal ganz wichtig, es geht auch, irgendwann muss man mal loslegen. Mittlerweile ist unser Sitz in Koblenz. Wir haben mittlerweile ja ein Büro mit 800 Quadratmetern. Selber haben wir heute 40 Vollzeitmitarbeiter. Ihr seht hier einen Teil davon, auch ein recht junges Team. Und revolutionieren sozusagen den Coaching-Markt, weil wir einfach Coaches zeigen, wie sie selber als Premium-Anbieter positionieren. Ihr merkt, das haben wir selber ja auch gemacht. Und dementsprechend ihre Umsätze vervielfachen können. So, wie macht man eine Million Euro Umsatz? An allererster Stelle, wenn man eine Million machen möchte oder mehrere Millionen machen möchte, muss man die Entscheidung treffen. Wer von euch will das erreichen? Nochmal die Hand hoch. So. Alle, die nicht die Hand gehoben haben, kann ich euch schon mal garantieren, ihr werdet es niemals erreichen. Wenn ihr irgendwas in eurem Leben erreichen wollt, müsst ihr euch das selber als Ziel setzen und darauf hinarbeiten, weil ansonsten würde es nicht funktionieren. Das hört sich total trivial an und total dämlich, aber tatsächlich genauso funktioniert. Du musst morgens aufstehen und daran denken, dass du das machen möchtest. Du musst, wenn du auf der Toilette sitzt, daran denken, dass du das erreichen möchtest und wie du da hinkommst. Und du musst dir vor allen Dingen das Ziel setzen, weil wenn du dir das Ziel setzt, fängst du an, dir Gedanken zu machen, wie komme ich da hin? Wie komme ich, verdammt nochmal, zu diesem Ziel und wie erreiche ich das? Und dir musst du auch verdammt nochmal ernst sein. Und es ist gar nicht so schwer, eine Entscheidung zu treffen, weil ihr habt euch auch alle entschieden, hier zu sein. Ihr habt euch entschieden, zu diesem Abend hier zu kommen und mir zuzuhören. Sehr gute Entscheidung übrigens. Was hat das für eine Konsequenz? Ihr könnt heute Abend jetzt nicht gerade diesen Moment Netflix gucken. Ihr könnt heute Abend nicht gerade
ein Bierchen trinken mit euren Freunden. Ihr könnt heute Abend nicht gerade am Fußballtraining teilnehmen oder was auch immer. Das ist eigentlich alles, worum es geht. Entscheidungen bedeutet, ich mache etwas und ich mache etwas anderes nicht. Ich habe die ersten 3 Jahre kein Netflix geguckt. Ich bin nur am Arbeiten gewesen, habe teilweise 5 Stunden gepennt in der Nacht. Ich habe dual studiert, BWL, habe gleichzeitig gearbeitet und gleichzeitig angefangen, Unternehmen aufzubauen. War damals im Prinzip noch was anderes, aber habe schon mein erstes Geld verdient. Aber wenn jemand sagt, es ist einfach Geld zu verdienen, das ist Bullshit, man muss erst lernen, wie es geht. Wenn du mal weißt, wie es geht, dann ist es nicht so schwer. Dann ist es eigentlich wirklich ziemlich einfach. Aber dahin zu kommen, dass man weiß, wie es geht, das ist das Schwere und das verrät einem aber auch keiner. Und es ist auch schwierig für jemanden, der selber dahin gekommen ist, sich zurückzuerinnern, wie es früher war, weil es einfach eine sehr lange Zeit dauert, um dahin zu kommen. Und der erste Schritt, den eigentlich jeder, der irgendwie Milliardär ist, Millionär ist, gemacht hat, um dorthin zu kommen, ist, er hat die wichtigste Fähigkeit überhaupt gelernt. Was ist die wichtigste Fähigkeit im Leben? Was hast du gesagt? Verkaufen. Verkaufen, ganz genau. Wer von euch würde sagen, er ist ein guter Verkäufer? So, wer sich selber nicht verkaufen kann, jetzt die Hand hebt, der ist auf jeden Fall schon mal kein guter Verkäufer, da habt ihr recht. Aber Verkaufen ist die wichtigste Fähigkeit, die ihr lernen müsst, um erfolgreich zu sein. Und Verkaufen bedeutet nicht nur Geld verdienen, ja, ich verkaufe jetzt hier diesen Laserpointer, was auch immer, ja, für einen Betrag X, sondern Verkaufen ist auch eine Idee zu verkaufen. Das heißt, das Erste, was ihr mal lernen müsst, ist, einfach andere Menschen zu überzeugen von eurer eigenen Idee, andere Menschen zu überzeugen von eurer Dienstleistung oder Angebot. Und wenn ihr selber noch nicht, sage ich mal, Verkaufen gelernt habt, das ist eine Fähigkeit, die man lernen kann. Es gibt keinen, der sagt, ja, ich bin kein Verkäufertyp. Ich war selber auch kein Verkäufertyp. Ich konnte früher nicht mal in einem Restaurant anrufen und einen Tisch reservieren. Ja? Wenn das heute das jemandem erzählt, dann denken die, du bist auch bescheuert, aber es ist so gewesen. Man kann es lernen, es ist eine Fähigkeit wie jede andere. Hier der Kollege, der hier vorne sitzt, der hat sogar bei einem Kunden von mir gearbeitet. Und du kennst die ganzen Jungs, die bei ihm arbeiten. Das sind alles Vertriebler. Die haben früher auch keine Ahnung gehabt, Mann. Die haben keine Ahnung gehabt, wie es geht. Und heute sind sie wahrscheinlich mit die besten Verkäufer in Deutschland, die es so gibt. Das heißt, es ist etwas, was man lernen kann. Was ist Verkaufen? Wie ich eben gesagt habe, es geht nur darum, Menschen dazu zu bringen, eine Entscheidung zu treffen. Beispiel, hey, lass uns heute Abend Film XY gucken. Ja? Und die andere Person sagt, nee, ich will den anderen Film gucken. Wie kriege ich die Person dazu, zu sagen, hey, wir gucken den Film, den ich gucken will. Und das funktioniert, indem man im Prinzip ja, Fragen stellt, guckt, was ist das Problem bei der anderen Person, diese Entscheidung jetzt zu treffen. Und wenn ihr das macht, wenn ihr verkaufen könnt, dann bekommt eure Zeit zum allerersten Mal in dem Sinne einen monetären Wert. Ich will jetzt nicht sagen, eure Zeit ist nichts wert, aber in dem Sinne ist es bei Unternehmern so, es geht darum, wenn man ein Unternehmen hat, Geld zu verdienen und ihr verdient nur Geld, wenn ihr was verkauft. Und wenn ihr verkaufen könnt, dann merkt ihr, okay, ich könnte jetzt eine Stunde mit jemandem reden und ihm vielleicht was verkaufen für, was weiß ich, 2000 Euro oder ich gucke eine Stunde Netflix. Ich könnte eine Stunde mit einem anderen Interessenten reden oder ich browse ein bisschen im Internet und gucke irgendwelchen Nonsens mir an. Ja? Das ist der erste Switch, den ihr machen müsst, wenn ihr wirklich das Ziel habt, und hier waren ja ein paar Leute, die gesagt haben, sie wollen es, 1 Million Euro Umsatz zu machen, weil ihr merkt, okay, meine Zeit ist das wert und wenn die Zeit was wert ist, dann macht ihr auch die Sachen, die funktionieren und das führt dann auch dazu, dass ihr zum ersten Mal wirklich Geld verdient. Nächster Punkt. Potenzielle Kunden sind überall. Jeder, der eben aufgezeigt hat und der irgendetwas kann, wo er einem anderen Menschen ein Problem löst, könnte jetzt sofort hingehen und ihm was verkaufen. Ja? Sei es, was weiß ich, Fitnesscoaching. Ich habe vorhin mit jemandem geredet, der hier ist, der ist Fitnesscoach. Hier laufen Interessenten rum. Überall sind Interessenten. Jeder kauft gerne. Wer von euch war schon mal einkaufen? Ja? Wer von euch hat sich ein iPhone gekauft? Wer war glücklich, dass er das iPhone gekauft hat? So, aber irgendwie will keiner ein iPhone verkaufen, obwohl so viele Leute glücklich werden, wenn sie ein iPhone kaufen. Und das ist das, was ihr verstehen müsst. Verkaufen ist nichts Böses. Alle Leute wollen kaufen. Wir kaufen jeden Tag die ganze Zeit. Manche kaufen sogar auch, um glücklich zu sein. Ja? So die eine oder andere Frau im Kaufrausch. Wird wissen, was ich meine. Und die potenziellen Kunden sind überall. Alles ist im Überfluss vorhanden. Kunden, Geld, ja, die meisten denken, wenn sie Geld annehmen, nehmen sie jemand anderem etwas weg.
Das ist alles Bullshit, das ist Scheiße, die euch eingeredet wird. Darf man überhaupt vulgäre Sprache benutzen hier? Das ist Scheiße, die euch eingeredet wird. In Filmen, im Fernsehen, ja, bei James Bond war der Bösewicht immer derjenige, der super reich war. Aber das ist Quatsch. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die sind sehr, sehr wohlhabend, auch wohlhabender als ich, ja. Und diese sind super, super lieb. Super nette Menschen, die wollen in der Regel anderen etwas Gutes. Dieses, man ist Betrüger, um Geld zu verdienen, das ist Schwachsinn. Das ist einfach Schwachsinn. Natürlich gibt es immer schwarze Schafe, aber in der Regel sind Leute, die wohlhabend sind, Menschen, die in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert liefern müssten, sonst würden sie das Geld gar nicht erhalten. Ich bin Deborah Groneberg, das ist mein Mann Julian und ich unterstütze als Coach für Ernährung und Gewichtsreduktion viel beschäftigte Frauen dabei, ihre Wunschfigur zu erreichen, und er unterstützt mich dabei. Und hatten dann bei ihrem Bruder, der dann ins Baulich-Coaching gegangen ist, gesehen, dass man in sehr kurzer Zeit sehr große Erfolge feiern kann. Daraufhin haben wir uns beworben, sind ins Coaching gegangen, haben im ersten Monat die 10.000 knapp verfehlt. Genau, 10.000 Euro. Und haben dann relativ schnell festgestellt, nee, wir wollen noch mehr, sind also ins übernächste höhere Training so gegangen. Und das heißt, wir sind jetzt gerade in dem Jahrescoaching mit Andreas, sind also wirklich sehr intensiv in der Zusammenarbeit, haben jetzt im Oktober gerade 25.000 Euro netto gemacht. Und das ist jetzt quasi gerade in unserer Branche erst so der Auftakt, also da ist noch kein Ende in Sicht. Also vor allem ein ganz großer Faktor ist das Mindset. Ne? Also wir hätten uns früher überhaupt nicht vorstellen können, so hochpreisig zu verkaufen. Wir hatten keine Vorstellung davon, dass gerade die Kunden, die höhere Preise gerne zahlen, die viel angenehmeren Kunden sind, also mit denen man viel entspannter arbeiten kann, die viel bessere Ergebnisse haben. Das ganze Thema Verkaufen, wie man an unserer Vorgeschichte sieht, war vorher auch nicht so unsere Stärke. Dementsprechend, da haben wir eine ganze Menge gelernt, ja. Also eigentlich kann man sagen, wir haben alles anders gemacht als vorher. Und was finde ich sehr einzigartig in dem Bereich ist, sie sagen einem halt knallhart die Meinung. Also sie reden halt nicht drum herum und dadurch kommen halt diese schnellen Ergebnisse, dass man halt innerhalb kurzer Zeit auf einmal solche Sprünge machen kann. Wenn man auf einmal weiß, worauf es ankommt und halt nicht seine Energie verschwendet auf Sachen, die einen nicht voranbringen. Was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man hier halt so viele Leute sieht, die schon wahnsinnig viel weiter sind. Also nicht nur die Baulich selbst, sondern auch Kunden. Das heißt, man geht nicht mehr davon aus, dass es so ein Einzelfall ist, sondern man erkennt, dass es halt ja jeder, der sich wirklich reinhängt und wirklich Gas gibt, damit schaffen kann. Und das finde ich persönlich extrem motivierend.